Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute zum Montag wieder mit unserer Marken-Neuanmeldung der Woche. Und ihr seht schon am Hintergrund immer noch von unterwegs. Ich hoffe, euch stört und blendet dieses Rot nicht. Aber ich finde den Kontrast einfach nur cool. Also starten wir mal rein. Marken-Neuanmeldung der Woche. Ausgewählt habe ich heute die Wortmarke Klasse 36. Klasse 36. Da denkt man erstmal an verschiedene Klassen, Schulklassen, Gewichtsklassen, Produktklassen, Fahrzeugklassen oder Sportklassen oder wie auch immer. Und ich als alter Markenheld denke bei Klasse 36 natürlich gleich an die Klasse 36 beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die steht nämlich für Finanzierungen und Immobilien. Und das hat mich jetzt neugierig gemacht. Was denn jetzt Klasse 36 für eine Marke bzw. für was für Produkte die Marke Klasse 36 eben eingetragen worden ist. Und dann starte ich immer und schaue ins Register und schaue mir die Klassen an und lese euch das mal vor. Also Klasse 36, die Wortmarke, ist eingetragen für Klasse 9, herunterladbare elektronische Publikationen und Podcasts. Okay, nichts Besonderes. Dann Klasse 36. Dienstleistungen zur finanziellen Vorsorge, Rentenberatung und Planung, Altersvorsorgeplanung und Beratungsdienstleistungen dazu. Aha, kommen wir der Sache schon näher, was so in der Klasse 36 vom Markenamt auch enthalten ist. Und dann haben wir noch die Klasse 41, Coaching in Bezug auf Finanzen, Erwachsenenbildung im Finanzbereich. Ja, da fühlte ich mich doch gleich wieder bestärkt, dass meine Vermutung gar nicht so falsch war, dass es sich hier möglicherweise um eine Marke für Finanzdienstleistungen handelt. Und dann ist der zweite Schritt immer, nachdem die Klassen geklärt sind, zu schauen, gibt es eine Homepage im Netz, aus der wir was ablesen können, die das Ganze vielleicht noch verständlicher macht. Und tatsächlich gibt es eine Homepage unter klasse36.de, verlinke ich euch unter dem Video, ist ja logisch. Und dort lesen nur zwei Sätze vor. Jede Frau in Deutschland hat eine sichere und seriöse Altersversorgung. Aber ab 2036 lebt jede dritte Singlefrau in Deutschland in Altersarmut, so die Prognosen. Und das ergab eine Studie der Universität in Köln. Das Ziel von Klasse 36 ist es, diese Zahl nachhaltig zu reduzieren. Also eine Plattform, Beratungsnetzwerk für Frauen, um dort in dieser Kundschaft das Thema Finanzen und Vorsorge, Rentenberatung nach vorne zu bringen. Guter Ansatz. Kommen wir zum Fazit. Also grundsätzlich eine sinnvolle Aufgabe und mit der Markenanmeldung und den angemeldeten Klassen und den Dienstleistungen muss ich sagen, jawohl, das ist eine stimmige Markenanmeldung. Und daher wünsche ich der Markeninhaberin viel Erfolg beim Markenaufbau und der Markenführung. Damit sind wir für heute durch mit unserer Markenneuanmeldung der Woche. Ihr wisst zum Schluss immer meine Bitte, abonniert meinen Kanal. Lasst mir ein Like da, nein umgedreht, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und dann hören und sehen wir uns dann sicherlich morgen wieder, denn ihr wisst ja, meine Videos gibt es regelmäßig, die gibt es täglich. Und dann hören und sehen wir uns dann morgen wieder. Dankeschön, schönen Abend noch, bis dann, Servus.